XXXXL-Version. Ich sehe die anderen schon nicht mehr. Das wird zu anstrengend, Leute. Wo sind die alle anderen hin? Oh mein Gott! Was? Nein! Ich bin ja über erschrocken, dass ihr hier sind. Hey, hey, Rotato Gang! Willkommen zurück hier auf dem inaktivsten Kanal auf YouTube. Und wir spielen heute wieder Verstecken im Superfly in der Trampolinhalle. Aber heute XXXXL-Version. Auf Melis Körperumfang angelehnt. Walla Krise. Denn wir spielen heute in der normalen Trampolinhalle und in der X-Arena, die ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt. Also es wird gigantisch, Leute. Ich muss erstmal scheißen. Wir spielen Schick, Schall, Schnuck, Verlierer. Darf Gigantin suchen. Und er hat dann 20 Minuten Zeit, um uns zu finden. Also, weil es ist wirklich schwer, Leute. Die Arena ist riesig, ihr werdet es gleich sehen. Und 5 Leute verstecken sich. Oh, so viele Kammer. Holz, sie muss jetzt suchen. Wer kackt, der sucht. Das ist die neue Regel. Und ja, ich habe alles erklärt. Nee, habe ich nicht. Ne? Nee, wir haben gar nichts erklärt. 5 Minuten Zeit haben wir jetzt, um uns zu verstecken. Und 20 Minuten Zeit habe ich zum Suchen. Das ist ja geisteskrank hier. Das ist ja geisteskrank. Okay. Los, 5 Minuten, läuft. Geh weg. Du mal, geh doch schon. Let's go. Scheiße. Gerade kacken gewesen. Jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit dafür gewesen, ne? Weil jetzt kann ich nochmal 5 Minuten einen abseilen. Du bist wohl alle am Ausrasten. Ich hab mein Versteck schon lange gefunden. Ja, hier ist doch noch einer. Das geht. Brauche keine 5 Minuten, um ein Versteck zu finden. Brauche keine 5 Minuten. Dachte ein bisschen mit Holz hier abhängen. Ja, okay. Eine Minute. Ja, 4,5 hast du noch, ne? 4,5. Also ich sag dir jetzt schon mal, entweder du bist ganz unten oder du bist ganz oben. Bei dir gibt's keine Mitte. Aber es gibt kein Wenn oder Ober, ne? Ja. Hey, was? Okay, Leute, das ist die X-Arena. Und sie ist riesig. Geht sie hoch. Guck mal, der ist nicht da. Das ist, wo ist er denn? Ey, das ist gut, Alter! Das ist gut! Ich sehe die anderen schon nicht mehr. 3:20. Das sollte funktionieren. Ich hab mein Versteck. Ich hab's. Da muss ich in der X-Arena auf jeden Fall schnell auf einen ganz hohen Spot, um zu gucken, ob sich irgendwo was bewegt. Das wird zu anstrengend, Leute. Ich bin jetzt hier oben. Das Ding ist, 20 Minuten hören sich viel an, aber es ist verdammt wenig. Aha! Okay, ich habe mir das jetzt zugebaut. Und hier lege ich mich jetzt. Also ich glaube, er kann mich hier nicht sehen. Das Ding ist, es geht jetzt gleich los. Es sind noch 12 Sekunden. Okay, Leute. Wir werden losgehen. Bisschen hoch hier. Los geht's. Hier muss jemand drin sein. Ich höre doch hier was. Ja, da. Boris rennt weg. Nein. Boris ist der Erste, den ich habe. Hast du mir getan? Sag mal so. Ich wusste, du gehst nach oben. Dann dachte ich, gehe ich jetzt runter, Mann. Bist du der Einzige, der hier ist? Wie viel Zeit haben wir noch? Digga, 17,5 Minuten noch. Können schon mal gucken, ob wir von hier irgendwas sehen. Aber wir sehen nichts. So, aber hier haben wir eine gute Position, um die anderen zu spotten. Wo könnte hier jemand sein? Okay, wir machen weiter. Oh mein Gott! Was? Ich bin ja über erschrocken, dass du hier sitzt. Nein! Geil. Ey, so eine Scheiße. Sag mal so. Ich muss weiter gucken. Wen hast du schon? Boris und ich. Was dann? Okay. Boris und Sigi wurden gefunden.
Scheiße. Oh, hier wäre ein geiles. Das war doch so ein Mo-Versteck. Jawohl! Nein! Ja, ich sehe ihn von das hier. Das darf nicht wahr sein. Drei. Ey, aber geisteskrankes Versteck. Vor allem doch davor gebaut, Alter. Nein! Sexy, Alter. Nein! Krank. Ich hätte niemals gedacht. Krank. Ey. Aus dem Winkel konntest du mich sehen? Ja, ich konnte so deine Beine sehen, Alter. Nein! Warum bin ich so groß, Alter? Warum bin ich nicht so groß wie Hasbulla? Mo, ich rieche dich. Mo, ich rieche deine Angst. Ja, da ist hoffentlich keiner drin, ne? Zu spät. Ich warte, ich warte. Das ist wirklich geil. Guter Mann. Gibt es etwa einen Hohlraum? Digga, hier passe ich glaube ich nicht durch. Der Verstecker steckt fest. Ey, der Sucher aber. Der Sucher. Ah, jetzt, Jungs, eure Chance. Das ist ja ein Terrain geworden. Ja, Mann. Was? Okay, ohne Spaß, Digga. Handy ist da rein? Ja. Okay, wo ist Spaß das Handy? Suchen. Ich such die Menschen. Das ist ja geisteskrank. Ohne Spaß, Digga, ich bin hier reingejumpt. Ich guck Handy weg. Bruder, das ist alles andere als GG. Oh. Bei Mo weiß ich nicht, der könnte auch unter so einer passen. Oh, der Meli! Bruder, der war fast an dir vorbei. Mach doch keinen Scheiß. Ja, nur noch Mo. Nur noch Mo? Nur noch Mo. Bruder, Holzi war an dir vorbei, geht dann nochmal so zurück und guckt nochmal. Also Mo habe ich wirklich nicht einmal gesehen, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, du hast noch massig Zeit. Ich glaube, ich poke aber erstmal, dass Mo in dem anderen Raum ist. Als ob hier fünf von fünf Leute Mach hier doch sind. Einmal den Ninja-Parcours erstmal. Ja. Ist hier in dem Raum oder in dem anderen, Siggi? Siggi, der Raum oder der andere? Bruder, du warst hier. Dann weiß ich, oh, Siggi 31er? Siggi 31er? Scheiße, waren die alle hier drin oder was? Nur einer. Zwei. Ja, ich hab Bock da rein. Hey, was? Alter. Warum rennst du so schnell? Jürgen, warum rennst du so schnell? Hast du dein Handy jetzt? Das war der Mund, aber gib mal Kamera. Guck mal, wie der Mond aufsteht. Nein! Was? Warte mal, machen wir erst mal Licht an. Wie räudig! Wie räudig! Ich wusste, dass hier einer ist, weil Siggi hat mich erstens verraten. Was? Ja. Also. Und zweitens hat er hier von oben mit Kamera runtergefilmt die ganze Zeit. Da wusste ich, da muss doch irgendwas sein. Ey, der hängt hier. Guck mal hier. Der hängt hier unter der Rutsche. Leute. Das war's mit der heutigen Folge Verstecken. Waren geisteskranke Verstecke dabei, aber Holzi hat seinen Job richtig gut gemacht. Lasst ein Like dafür mehr Verstecken. Ich würde sagen, bei 5 Likes gibt's die nächste Runde und let's go. So. Wallah, Krise!